Jetzt sind wir hier in der Halle 3, eine ganz andere Baustelle. Hier ist Weiterbildung nicht das alleinige Thema, aber wir haben einen guten Grund, in diese Halle zu gehen. Und zwar besuchen wir jetzt den Aussteller Avato Services Bertelsmann. Und das aus gutem Grund. Wir haben in einem anderen Clip heute schon gelernt, wie eine Zusammenarbeit zwischen Nachfrager und Anbieter zustande kommt, wie so etwas aussieht und die Hintergründe der Zusammenarbeit mit Cornerstone On Demand aus dem letzten Clip. Das wollen wir jetzt zu vertiefen, erörtern mit dem Geschäftsführer HR Services, Herr Thorsten Dreier. Schönen guten Tag, Herr Dreier. Guten Tag. Herr Dreier, wir sind ja jetzt hier in die Heilige Halle Nummer 3 gekommen und meine erste Frage wäre halt Avato Services Bertelsmann. Was steckt dahinter? Welche Geschäftsfelder verfolgt ihr? Ja, also Avato ist eine Tochter von Bertelsmann in der Tat. Der größte Teilbereich, was die Mitarbeiter anzählt. Also jeder zweite Mitarbeiter von Bertelsmann ist ein Avato-Mitarbeiter. Avato Services, dort werden alle Geschäfte allokiert, die die Dienstleistungen anbieten für unsere Kunden, für unsere Großkunden im Marketingbereich, im Supply Chain Management Bereich und Marketing und jetzt neuerdings eben auch im HR-Services-Bereich. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt hier zu Besuch sind bei euch. Uns interessiert die Frage, wie findet man den richtigen Partner, wenn es um Weiterbildungsbedarfe geht und vor allen Dingen, wenn es um Weiterbildung in Zeiten von Web 2.0 geht. Wenn also die Frage auch untersucht werden muss, welche Rolle können digitale Medien in der Weiterbildung bedeuten. Meine Frage wäre dazu, wie sehen die Bedarfe aus, die Sie als Unternehmen haben, wenn Sie da diesen Partner gesucht haben? Ja, also für uns war im Endeffekt aus der internen Arbeit, ich komme selber als selber Personalleiter viele Jahre, kommen aus drei Themen im Endeffekt, auch wo wir uns dann bezüglich der Systemauswahl dann auch entschieden haben. Das ist einmal das Beschaffungsthema, also durchaus Optimierungsbedarf, keine einheitliche Plattform von Trainerauswahl, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Der Umsetzungsprofessionalisierungsdruck. Wir haben kein einheitliches System in den Bereichen. Das läuft sehr stark über Wildwuchs von System oder sehr händisch. Also Professionalität in der Prozessgestaltung administrativ. Und Wirksamkeitsmessung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Für mich auch ein Megatrend. Wie kann eine Weiterbildungsmaßnahme konkret einzahlen auf eine Sollkompetenz, die gelernt werden soll? Und wo wird aufgenommen, wie es im Ist aussieht in der Kompetenz und wie kriegt man geeignete Maßnahmen dann getrackt und monitort im Sinne von Wirksamkeitsmessung, Transfermessung und so weiter und so fort. Mhm. Und in diesem Kontext sind wir dann auf Cornerstone gestoßen als System, was in der Lage ist, diesen gesamtheitlichen Prozess eben professionell abzubilden. Gut, meine ersten 5 Fragen sind damit erschöpfend beantwortet. Vielen Dank dafür. Ich würde aber gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Wenn Sie halt den Markt untersuchen müssen, den Markt der E-Learning-Anbieter, sind 1.500 Marktteilnehmer im deutschsprachigen Raum und da gibt es natürlich etliche Full-Service-Anbieter ja auch. Was sind für Sie da halt dann die Auswahlkriterien? Wie schauen Sie sich diesen Markt an? Ja, also der Markt ist in der Tat relativ heterogen und durchwachsen. Für uns ist entscheidend, dass wir auf Grundlage des Systems die Grundvoraussetzungen erst schaffen, aus unserer Sicht, auf der Plattform E-Learning und Blended Learning eben anbieten zu können. Und hier geht es immer sehr stark um den Kundenwunsch. Und wir sind in der Lage, über ein Netzwerk dann entsprechend des konkreten Kundenwunsches bezüglich des Formates, bezüglich des Produktes, die maßgeschneiderte Lösung zu bieten. Also wir sind da nicht in der Form dann, was den Produktanbieter oder den Formatanbieter für E-Learning und Blended Learning sind wir nicht festgelegt, sondern wollen dann maßgeschneidert Vendor-Management betreiben für unsere Kunden. Mhm. Cornerstone On Demand ist ja jetzt international eines der führenden Unternehmen im Bereich digitale Medien in den Bildungsprozessen. Es gibt mehrere Millionen Anwender weltweit und seit 2-3 Jahren ist Cornerstone On Demand hier in Deutschland aufgestellt und schreitet sehr stark voran, sich dort zu skalieren. Was hat Sie denn an Cornerstone On Demand besonders überzeugt? Ja. Die internationale Mutter? Für mich war einmal das, ja, sicherlich die Internationalität dabei, dass man eben gerade, weil wir sehr stark adressieren, durchaus global ausgerichtete Firmen bezüglich potenzieller Kunden,
Der wesentliche Punkt aber ist es eigentlich das, was ich eben beschrieben habe, dass Cornerstone On Demand den gesamtheitlichen administrativen Prozess sehr professionell abbilden kann und gleichzeitig auch den inhaltlichen Prozess abbilden kann. Also von der Bedarfsplanung bis hin zur Umsetzung der Trainings und die Grundvoraussetzung als dritten Punkt, die Grundvoraussetzung für Blended Learning und E-Learning eben abbilden kann. Das war, wir haben ein sehr, sehr ausgefeiltes ausgefeilten Auswahlprozess gehabt und haben auf der Grundlage, nachdem wir viele Systeme uns angeguckt haben, dann sehr gut, guten Gewissens uns für Cornerstone entschieden. Ist es richtig, dass sogar Experten von Keenbau mit in dieser Findungsphase mitgeholfen haben? Genau, das haben wir dann in der Tat Fachleuten überlassen. Wir haben eben eine sehr gute, sehr etablierte Partnerschaft auch mit dem Hause Keenbaum als Beratungsgesellschaft, die wir an unserer Seite wissen. Und die Fachexperten von Keenbaum haben diesen Beauty Contest für uns verantwortet. Mhm. Herr Dreyer, wo ich Sie schon mal hier direkt am Mikrofon habe, wir sind ja auf der Zukunft Personal 2010, die gibt es ja schon lange jetzt, diese Messe, hat sich zur größten europäischen Personalmesse entwickelt. Seit letztem Jahr ist sie 3 Tage, vorher waren es ja 2 Tage gewesen. Was ist Ihr erster Eindruck dieses Jahr? Ist das Konzept auch dieses Jahr für den Veranstalter wieder aufgegangen? Also wir sind zufrieden. Also gerade so am ersten Tag haben wir gute Gespräche geführt, auch durchaus konkretere Gespräche. Wir hatten so den Eindruck, dass es gegen Nachmittag deutlich nachließ dann von der Quantität. Wir stellen aber auch heute fest, sicherlich etwas weniger Resonanz, aber durchaus sehr qualifizierte Gespräche, die wir hier am Stand haben. Also von daher sind wir so Status quo heute, man muss es alles validieren natürlich, aber sind wir erstmal gut zufrieden. Das werden wir im Rahmen unserer Clip-Reihe natürlich weiter untersuchen, weil es ja chronologisch bis zum letzten Tag auch die Interviews gibt. Dann werden Sie sehen, ob es eine Dokumentation des Scheiterns wird oder eben die Erfolgsstory von dem Veranstalter Herr Page weitergeschrieben wird. Aber noch eine Frage jetzt zu eurem Angebot hier auf der Zukunft Personal. Was sind die Zielgruppen, die ihr jetzt hier rausfischen wollt, wo ihr sagt, also das sind eigentlich unsere Ansprechpartner? Ja, also erstmal unser Portfolio und Angebotsportfolio ist die gesamte Wertschöpfung der HR-Arbeit, also von Rekrutierungsfragestellungen, Attraction-Fragestellungen, also Personal-Marketing-Fragestellungen bis hin zu Payroll, also Administration und last but not least das, was wir eben besprochen haben, das gesamte Trainingsgeschäft. Also von daher, der Mitarbeiterlebenszyklus ist für uns da interessant. Wir adressieren sehr stark den gehobenen Mittelstand und Konzernunternehmen oder größere Unternehmen, weil wir natürlich mit Avato im Hintergrund, mit der Kompetenz aus dem Callcenter-Umfeld, aus dem Marketing-Services-Umfeld und aus CRM bzw. Finance-Services komplette Produkte und Dienstleistungen eben abbilden können, wo dann also durchaus auch Kompetenzen aus anderen Bereichen damit einwirken können. Und von daher ist so der Zielmarkt für uns, den wir hier ansprechen wollen, ich sag mal, ab einer Mitarbeitergröße von 1000 Mitarbeitern aufwärts. Schönes Schlusswort, Zielgruppe ab 1000 Mitarbeiter aufwärts. Viel Erfolg weiterhin auf der Zukunft Personal und danke für das Interview. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir wieder vieles gehört, gelernt, gesehen und wir haben jetzt auch einmal von beiden Seiten uns die Ereigniskette anschauen können, wenn Lernen nicht im luftleeren Raum stattfinden soll, sondern die gesamte Ereigniskette als Prozess begriffen wird zwischen Anbieter und Nachfrager. Da konnten wir uns jetzt ein gemeinsames, schönes Bild machen. Wir haben noch einige ganz, ganz spannende Drehs heute. Bleiben Sie dran. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2010 in Köln.